Klar, wer hat sowas nicht in seinem Haus? Ich. Guck mal. Jetzt hast du dein Bild. Und wir haben die Puppe da rausgeschmissen. Jo. Klar. Das Bild hat gesagt, verschwinde Puppe, das ist mein Platz. Danke für den neuen Flur. Das ist nicht Onkel Archibald. Und Onkel Archibald hatte drei Köpfe. Ach so. Also ich denke mir mal so, ist ein bisschen verwackelt. Also die Fotografien. Sag mal, was soll der Quatsch? Farbentiefe Farbentiefe lügt. Lügen. Schön hier. Entschuldigung, wollte ich nicht. Ich habe jetzt gerade nicht genau hingeguckt. Es sah weniger aus wie eine Maus oder Ratte, sondern eher wie so ein Schnabeligel. Ja, wir haben einen Schnabeligel im Haus. Jetzt hast du das Bild. Ach, Leute. Ich gucke immer wieder zu Josh und denke mir immer so: Ja, das Gesicht ist gerade steif gefroren. Nee, das ist eher die so ein Jumpscare. Also, das hat schon so ein bisschen was Hogwarts-mäßiges, dieses Haus. Manche Flure führen dienstags woanders hin als an anderen Tagen. Eben. Alle Schränke aufmachen. Machst du gut. Das Licht flackert. Ich wollte sagen, ich glaube, da draußen schneit es. Irgendwer hat geweint. Die weint immer noch. Heul weiter. Chantal, heul leise. Kannst du wenigstens leise leiden und den Rest von uns nicht stören? Während wir die Paprikavorräte zählen. Ja, man braucht halt viel Paprikapulver, wenn man Also so. mindestens zwei Paprika, beim dritten bin ich mir nicht sicher. Hier, wir hatten ja auch noch mindestens zwei andere in der offiziellen Speisekammer. An Paprika. Ja. Ich weiß zwar nicht, wo das ist, also welche Gänge ich gerade nehmen müsste, um da hinzukommen. Drei. Wir haben schon mal mindestens drei Paprika hier in dieser komischen Welt. Nimm ein paar von den Äpfeln mit, wer weiß, wie lang das Haus noch ist. Der erste Schritt ist am schwersten. Ja, ich habe schon ein paar gemacht, also nicht. Oh, wir sind in der Küche. Jetzt mal das Paprikapulver mitgenommen. Nee, heute zu. Und? Ich dachte mir schon, wer versucht mich jetzt wieder zu erschrecken? Der Backofen. Wer hat versucht, meinen Schlüssel zu backen? Das Kräuterbaguette. Es wollte Rache nehmen. Klar. Ich kümmere mich gleich um das Geräusch.
Äpfel! Geh nochmal aufs Bild. Also wenn, dann hätten sie schon auch das ganze Obst rausfallen lassen können. Das sind Entspannungsmaßnahmen. Echt? Ja, ich spiele mit der Waage. Ja. Danke. Boah, kannst du schön wabern. Das könnte die Herdklappe sein. Ja. Ja. Ich wollte doch, dass das Obst rausfällt. Ja. Aber ich befürchte, dass... Oh, es kommen Kartoffeln, glaube ich, mit. Da war Knoblauch. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Klar. Das Bild ist leer. Ja, hat ja alles rausgeschüttet. Bis auf den Korb, der müsste eigentlich noch da sein. Der ist doch auch noch da. Das ist der Korb. Ich hab's für ein Boot gehalten. Ich hab's auch für einen Moment für ein Boot gehalten. Ich sehe den Knoblauch. Ich hab grad Schritte in der Dunkelheit gehört. Das war das Obst, das noch runterfiel. Das waren Schritte in der Dunkelheit. Okay. Deine. Licht wäre echt gut. Also ich muss sagen, das Bild ist im Laufe der Zeit echt besser geworden. Immerhin ist das zweite Mal, dass Obst rausgefallen ist, das Obst nicht schwarz geworden. Ja. Guter Künstler. Na dann, füge deine erste Mal Sache hinzu. Früher gefiel es mir besser. Das, nicht Pelikane. Flamingos! Das sind Flamingos! Tatsache! Das ist das Schöne, das sagt jeder. Formlose Träume! Was sind das? Das sind aber keine Flamingos. Nee, aber es sagt jeder, als er daraus Flamingos sieht. Das sind doch Flamingos! Toll. Eindeutig! Geh mal in den Aufzug. Du weißt, wie solche Aufzüge funktionieren. Ja, die guten alten Dinger. Ich wollte jetzt eigentlich so ein bisschen kurbeln, bis ich hier oben bin. Wie bei so einem alten Fenster im Auto. Problem ist, du konntest da nicht rundkurbeln. Nee. Ja, ich komme. Schön, dass Sie da sind. Das konnte ich jetzt nicht lesen. Gleich kommst du aus dem Schornstein raus. Entschuldigung. Ich muss ein Bild beenden. Da sind noch zu wenig Flamingos drauf. Eben, ich nenne es die Flamingos. Ich war sehr kreativ. Nicht die Flamigos? Die was? Flamigos. So eine Mischung aus Flamingo und Amigo. Ah, so. Wie schafft es, Yoshi einen Lachfisch in ein Horrorspiel zu geben? Was lernen wir daraus? Tut mir leid, ich finde das bisher nicht wirklich gruselig. Ewig sind sie auch hier so und denken mir, es hat so ein paar Jumpscares, aber ein bisschen lang ist das so. Hä?
du konntest nur rauffahren. Anscheinend. Ach, jetzt ist sie offen. Du hast einen Schlüssel gefunden. Why did you stop? That tube was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Ich kann mir nicht helfen, aber ich finde ihn irgendwie unsympathisch. So ein wenig, ne? Nicht der richtige Schlüssel. Nein, beeil dich, sonst kommst du nie wieder in den Aufzug runter, weil der schon unten ist. Der Aufzug ist schon unten. Zap, zap, tada. Oh, hier ist tatsächlich eine Tür. Da geht's zum Dachboden. Schön. Da geht's zum Bücherschrank. Noch besser. Was hält mich eigentlich davon ab, mir irgendwo einen Raum zu finden, der Bücher und Stühle hat, mich da hinzusetzen und die nächsten 17 Stunden erstmal Bücher zu lesen? Ich glaube nicht, dass dich irgendwas davon abhalten könnte. Unter uns brennt's. Ein bisschen. Ist okay. Vermutlich ist das gerade ganz unten, wo du bist. Und damit du mit der nächsten Tür ganz oben auskommst. Und dann brennt nur der linke Flügel von deinem Haus ab. Alles klar. So Teleportationstüren sind doch sehr praktisch. Draußen schreit ein Windkind. Guten Tag. Schon wieder ein neuer Raum. Oh, hier war ich schon mal. Glaube ich. Nein, du hättest beide Türen aufgemacht. Wahrscheinlich. Also rennt hier noch jemand rum, der Türen öffnet. Und der ist verdammt halbherzig bei der Sache. Na, wenn halbherzig überhaupt reicht. Ja, hallo Maus. Schnabeligel. Schnabeligel. Ja, Schnabeligel, Name Maus. Wir haben die Ratten jetzt zu Schnabeligeln umbenannt. Ja. Entscheide dich. Habe ich doch gesagt, Amerika. Wir haben den Globus gedreht. Hier, nimmst du dir ein schönes Buch. Ich glaube, da drüben war ja irgendwann mal ein Stuhl. Ansonsten nimmst du das Buch mit hier hin. Hier wäre sogar ein schöner Kamin. Meine Güte. Ja. Ach, hallo, du bist ja wieder da. Ohne Puppe. Berthold, der Grinsehirsch. Licht. Dann kann man noch besser lesen. Will dieser Globus dich auch nach Amerika schicken? Werden wir gleich sehen. Ich weiß nicht, was es ist. Es könnte irgendwas Osteuropäisches sein. Dann beantrage schon mal vorsichtshalber einen Reisepass. Ja. Müsste er auch, wenn er nach Amerika will. Es kommt drauf an. Ich weiß nicht, wo wir sind. Wenn wir schon in Amerika sind. Hinter dir aus dem Raum kam was. Kunibert? Toll, Kunibert ist runtergefallen.
Jo. Ja, der Weih war zu schwer für die Dübel, mit denen du das Ganze an die Wand hast. Nageln, dübeln wollen. Ja, diese verwackelten Fotobilder. Dö, dö, dö. Oh, guck mal, die nächste Chance, irgendwo hinzureisen. Und er dreht sich. Und er dreht sich. Und er dreht sich. Und wir landen. Irgendwo in Afrika? Nein, diesmal landen wir wirklich im Ozean. Östlich von Afrika. Okay. Ja, wir haben es nicht bis Brasilien geschafft. Na, Kreuzfahrt. Oh, guck mal, spiegelverkehrt. Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Was? Nicht Steuerung Z? Die Welt wabbert. Danke, Welt. Ja, jetzt kannst du den Text vorwärts lesen. Ich bin auf der richtigen Seite des Spiegels. Irgendwas bei Ägypten oder was? Südlich davon. Ach, zur Not immer eine Kreuzfahrt. Jo. Los, führte das Bild mit Würstchen. War zu spät. Der Hund ist verhungert. Ich glaube, er ist verbrannt. Hundebraten. Heute gab es ja auch Katze. Was? Ich bin nach Hause gekommen. Die Katze saß auf dem Backblech samt Backpapier. Hat's so gut geschmeckt? Ja, okay. Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen. Hast du mit der zweiten auch noch? Hat ein bisschen nach Cordon Bleu geschmeckt. Ah. Könnte dran liegen, dass es Cordon Bleu gab und nicht Katze. Du weißt nicht, welches Fleisch fürs Cordon Bleu benutzt wurde. Katze. Möchtest du dich hinsetzen? Ein Stuhl. Ist ein Rollstuhl, oder? Ich glaube ja. Schaukelstuhl, oder? Nee, doch der Rollstuhl. Yay! Rollen wir durch die ganze Wohnung. Das Haus. Yay, was ist hier? Yay, weiter durch den Gang. Yay. Hi. Entschuldigung, wollte nicht stören. Jetzt machst du wieder auf, jetzt ist das Bild bestimmt weg. Oh, der Raum ist weg. Jetzt haben wir es im Briefmarkenformat. Der Was? Raum ist wieder da. Der Gang, ja. Verfolgt die Ratte. Ich dachte, das ist ein Stacheligel. Schnabeligel. Ja, stimmt, Stacheln haben die alle. Yoshi. Jemand muss den Beckenventilator reparieren. Alles klar. Ich weiß nicht, also ein Zimmer brennt ja schon. Vielleicht, vielleicht ist das bald nicht mehr nötig, meinst du? Genau.
Also inzwischen gehe ich davon aus, egal wie das Spiel endet, am Ende hast du kein Problem mehr mit Strom- oder Wasserrechnungen. Das ist wahr. Spätestens, weil sie mir die bezahlen, weil ich in der Klapse sitze. Danke! Das macht's einfacher. Ich dachte eher so im Sinne von, spätestens wenn das Haus komplett abgebrannt ist, musst du dich auch nicht mehr um die Strom- und Wasserrechnung sorgen, dann hast du größere Sorgen. Auch wahr. Guck mal, wir machen ein bisschen Licht. Ich wollte schon das Licht behalten. Ja, geil, ich lese gerade. 6. April. Heute Morgen habe ich diese kleine Kollektion leerer Flaschen gefunden. Ich habe heftig darauf reagiert. Ich weiß, dass es für ihn ebenso schwierig ist, aber er sollte es verdammt nochmal besser wissen mit einem Kleinkind im Haus. Das ist einfach verantwortungslos. Was? Ich sammle Parfüm. Herein. Wieder alles dreckig gemacht. Muss noch einen Grund geben, warum du offensichtlich eine Putzfrau beschäftigst. Fehlen Flamingos. Oh, guck mal, dein Schlafzimmer. Kurbel! Kurbel schneller, damit keine auf der Platte abgespielt wird. Sie liegt auf dem Beistelltisch. Na gut. Will er nicht schneller, oder? Hast du in die falsche Richtung gedreht? Nein, ich regel gar nicht mehr. Okay. Ich glaube, dein Bett ist kaputt. Mein Bett schmilzt. Bearbeitungs-Yoshi, ich will wissen, was das vorwärts gespielt war. Ich darauf, dass das ein oder. Also ich vermute, es waren nicht die Oder und die Freude. Vielleicht finden wir es jetzt raus, wo ich den Schalter umgelegt habe. Nö. Ich glaub nicht. Ansonsten wäre es ein sehr komisches Lied gewesen. Nö, nö, bö, bö. Ich glaube, die Platte ist kaputt. Dann machen wir halt Schränke auf. Automatisch schließende Schränke. War da nicht gerade im Schrank irgendwie was drin, was du anwählen konntest?
einfach da unten. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Okay. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Kupfer? Ja, metallartiger. Und wenn das etwas länger stehen bleibt, dann soll es... Nach Eisen. Nicht ja. Nach Kupfer. Ich muss zugeben, ich habe noch nie an Kupfer geleckt. Ich wüsste nicht, wie Kupfer schmeckt. Kupfer. Ah, da war noch ein Hebel. Jo. Mal gucken, ob du es jetzt vorwärts spielen kannst. Ich glaube, der erste Schalter, den Yoshi betätigt hat, war die Geschwindigkeit der Platte abspielen. Naja, wenn ich die Platte negativ abspiele... Das gefällt mir. Michi Maus hat Spaß. Hallo, ich komme wieder raus. Ja, willkommen in deinem Atelier. Ja, ich mache jetzt an die Flamingos noch ein bisschen rotes Zeug. Dann mach an die Flamingos rotes Zeug. Jetzt brennen die Flamingos. Guck mal, jetzt gucken die Flamingos in die andere Richtung, das sind Pferde. Ich male halt gerne Tiere. Das können auch Giraffen sein, aber ich glaube nicht, dass Giraffen so mit den Vorderbeinen in die Luft gehen. Also ich habe ja tatsächlich zuerst an einen Scheiterhaufen gedacht, wo oben jemand so drüber guckt. Also so langsam runter. Ah, ja, 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 ja. Aber ich sehe durchaus hier zumindest unten rechts in der Ecke irgendwie so ein Wolf oder Hund, der das scheuende Pferd ankläfft, greift. Ja, das macht Sinn. Hallo. Und... Auf. Du hast die Schubladen vergessen. Ich werde auch halbherzig. Und den Bücherschrank da drüber. Viel besser. Mhm. Ich komm, so schlecht war ich jetzt auch wieder nicht. Bist du dir sicher? Das Klavier haut schon sogar vor dir ab. Also ich denke mal, das hat was zu bedeuten. Es ist ein flüchtendes Klavier, es ist ein Fluchtvieh oder so. Ja, gut. Also wenn Klaviere jetzt Rudeltiere wären... Dann? Hättest du am Ende eine große Halle mit 15 Klavieren oder so voll. Krass. Wenn sich so ein Rudeltierklavier vermehrt, kommen dann erst kleine Keyboards raus? Nein. Kopf. Nein, das sind die Kinderpianos. Ich wollte gerade sagen, was meinst du denn, wie ein kleines von einem Klavier heißt? Ein Piano. Willkommen beim täglichen Wahnsinn.